Herzlich willkommen zu einem anderen Nebenjob des Crowns. Natürlich mit Hannes. Wir haben heute einen Praktikanten noch dazu bekommen. Denn ich habe natürlich wieder einen neuen Job an Land gezogen. Der Praktikant ist Lars. Hallo? Neuer Praktikant Lars, der uns helfen wird, die Rechnungen zu zahlen. Ja. Kriege ich auch eine Taschenlampe? Nein. Du bekommst natürlich eine Ray-Ban-Sonnenbrille hier. Warum sind eure Namen grün und meiner ist rot? Weil du auf bereit liegen musst. Ja, wir spielen hier das Game Agonize. Anfang tue ich jetzt auch mal. Wir wissen nicht, was passiert. Ich weiß nur, es gibt einen Doktor in einem Haus. Wahrscheinlich müssen wir dem dodgen. Ja, let's go. Es gibt Voice Chat, nochmal rausgemacht. Ist das nicht gut, wenn ein Doktor im Haus ist? Ich meine, ich hab Bandscheibe und so. Ja. Hast du nicht gesagt, du bist 18 in deinem Praktikantenbericht? Ja, aber ich habe schon seit 4 Jahren auf dem Bau gearbeitet. Okay. Muss ich notieren? Gut. Tobi, wo findest du diese Praktikanten immer? Reports are coming in tonight of a situation going on in Greenwood Creek, where close by residents have reported distressing screams coming from a nearby mansion. It appears that this mansion is owned by scientist Charles Dwyer, who authorities haven't seen for roughly 2 weeks now. Police have advised residents to stay calm and stay away from the property while officials investigate the situation. Alles klar. So ein Schrei gehört? Nö. Und wir sollen. Und ich mal erstmal Einstellungen, Helligkeit. Alter. Erster Jumpscare. Die sterben zum Übernehmen, so. Oh, ich hab Beine, aber ich hab keine Arme. Einstellungen, Helligkeit. Das ist recht. Okay, so sehe ich was. Heißt, ich muss auf 2,5. So sehe ich gar nichts. Heißt. Das ist ein Flashlight im Trunk gewesen, die habe ich jetzt aufgesammelt. Inventar, Taschenlampe. Ja, wie benutze ich die? FL geht alles nicht. Warte, wie bewegt man sich? Wie heißt die? Wie sonst? Geht nicht. Ernsthaft? Du musst es auch wollen. Es gibt Verwenden oder Zoomen, aber es gibt keinen Shortcut für die. Versuch mal Pfeiltasten. Hab ich schon, warte. Warte, ich glaube, ich weiß, was passiert ist, oder? Ist das? Schließ mal Controller an. Ja, ich habe einen angeschlossen, aber der reagiert auch nicht. Guck mal, ob die Option, ob du die Steuerung vielleicht IWASD einfach rausgegangen ist bei dir. Kann ja ein Bug sein. Ey. Ach, man kann coachen. Ja klar, wir sind ja die Typen dodgen. Einstellen. Ja, okay. Kontrollieren. Movement up W, S, A, D. Okay. Na, toll. Allgemein. Sobald ich auch nur ein bisschen hier rüber gehe. Oh, ich kann nichts mehr umstellen, okay. Der Rücken. Zurückkehren. Hä, hey, wie hab ich das gemacht? Siehst du gerade, wie du läufst? Ja, gar nicht. Was machst du da? Ich guck nur nach unten und laufe. Also Leute, ich glaube, ich bin am Spawn stuck. Ja, lass durchstarten. Habt ihr die Helligkeit auf 1 oder wie seht ihr was? Hä, ist es bei dir so dunkel? Ich hab sie auf 3. Bei mir ist es voll hell gewesen gerade, wo ich nichts geändert habe an der Dunkelheit. Warte mal kurz, wenn ich die... ich kann jetzt eh nichts mehr ändern. Hauptmenü. Sobald ich die dunkel... Warte mal. Alter, wenn man es auf 2 macht, sieht man schon nichts mehr. Sekunde, liebe Zuschauer, gib mir eine Sekunde. Ja, also das läuft ja natürlich immer perfekt bei so Indie-Horror-Games, die Koop gehen. Könnt ihr mal kurz herschauen, das ist, wenn ich die auf 1 habe. Okay, ich kann sie nicht mehr umstellen. Lass mal das Spiel neu starten. Der Rücken. Ja, also, ich kann ja derweil schon mal ein paar Mal sagen, wer Nebenjobs Grounds nicht kennt, wir haben längere Zeit mal nichts mehr davon gebracht, wir haben, spielen auch zu mal Koop-Horror-Games zusammen. Das nennen wir Nebenjobs Grounds und wir spielen Agonize, wie schon gesagt. Die Nebenjobs des Grounds finden alle im Tobson Cinematic Universe statt und haben alle einen Zweck und einen Hintergrund. Genau, wir sind eigentlich hier wegen Nebenjobs. Weil wir wollen Geld verdienen. Wir brauchen Geld. Richtig. Und wie gesagt, dieses Format ist, wir spielen Horror, wir schenken uns ab und zu mal, ansonsten nehmen wir es nicht ganz ernst und lachen uns über Bugs wie jetzt hier kaputt. Also ihr habt einen Stream an, schaut mal rein.
Warte mal, muss ich auf den Monitor schauen, ob das so gesund ist. Der Stream ausgemacht. Ja. Und ist nicht gesund, weil ich tapp dann raus. Ich hab den Stream aus, ja, ich hab wieder neu gestartet. Wartet, so, Stream. Live gehen. Alter, bei dir ist ja wirklich komplett duster. Das ist übrigens eine Einstellung 1,7. Wie gesagt, bei mir stand's auf 3, standardmäßig. Wenn ich es auf 3 stelle, dann sieht es so aus. Aha. Okay, jetzt sehe ich was. Wie genau. Okay. Ich glaube, sobald du runter drehst, so heller wird's. Oh ne, doch nicht. Ist es dunkler. Wenn ich auf 1 stelle, ist es super hell. Und sobald ich es auf 1 irgendwas stelle, sehe ich nichts mehr. Okay, das ist buggy. Geh auf Einstellung 3. So bist auch, glaube ich. Okay, spiel beide. Wobei, warte, du hast es dir wieder. Ja, so ja. Die Typikute lassen wir dann auch gerne in der Aufnahme, um zu zeigen, dass das Spiel vielleicht jo. Buggy ist. Und das ist ein Edward. Ja, let's go. Wir wissen auch nicht, was uns erwartet. Welch vor uns Gameplay ist und so, keine Ahnung, wenn wir jetzt sehen. Viele Folgen davon kommen, das zeigt mir alles nur die Zeit. In den Zeitraum, wo wir jetzt keine weiteren Koop-Horror-Spiele mehr aufgenommen haben, kamen halt ein paar Sachen raus. Davon spielen wir jetzt heute. Wir haben jetzt am Aufnahmetag Halloween, deshalb. Reports are coming in tonight. So wie es aussieht, kommt vielleicht eine Folge davon raus. Where close by residents have reported distressing screams coming from a nearby mansion. It appears that this mansion is owned by scientist Charles Dwyer, who authorities haven't seen for roughly 2 weeks now. Police have advised residents to stay calm and stay away from the property while officials investigate the situation. So, was haben wir dieses tolle Intro noch mal gesehen? Könnt ihr euch jetzt bewegen? Da oben sind Polarlichter. Ich sehe es zum ersten Mal. Okay, da war das der Bug, weil... Ich habe beim ersten Mal nämlich nur die Polarlichter gesehen, wegen der Helligkeit. Ach so. Ja, ich kann mich bewegen. Gut. Lars, kannst du dich bewegen? Oh nein, sag bloß der Spawn von den Charakteren ist buggy, weil mir mehr als zwei Leute ist. Jo Leute, das war's mit einer neuen Folge. Ja, ich kann's bewegen. Ah, geil. Hä, aber warum kann ich mich gar nicht bewegen? Ich hab einfach die Helligkeit nochmal umgestellt. Egal. Ja, komm, Lars, bei dem Job des Grauens. So viel Spaß hatten wir schon bei vielen Projekten. Ja. Also hier hinten ist eine Flashlight. Mensch. Ich glaube, die kann nur einer nehmen. Ich hab die jetzt. Ich weiß aber nicht mehr, wie ich die anmache. Ne, also. Tobi, du läufst ja richtig so swagging durch die Gegend so, yo. Ganz gechillt. Wie machst du das? Also du läufst, guckst aber nach unten. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Vielleicht hier mit dem Baum irgendwie ranbacken? Wie laufe ich gerade? Es sieht sehr lustig aus, so. Okay. Gut, dann kommt, lasst mal. Was ist jetzt eigentlich unser Job hier? Also wir sollen es untersuchen, Local Residents, das sind wir. Wir sollen untersuchen, was hier mit dem Professor passiert ist, der 2 Wochen schon nicht mehr gesehen wurde. Und es gab halt Schreie. Und ich habe eine Taschenlampe jetzt schon, aber erklär mir nicht, wie man die anmacht. Ich weiß es nicht. Aber warum wir? Weil wir Local Residents sind. Ah, Tobi, drück 1. Wow, ernsthaft? Er kommt auf die Idee. Ja gut, vor allem, weil wir alle gleich aussehen, keinen Namen über den Kopf haben, weiß ich, wer von euch jetzt wer ist. Ist halt auch geil. Ja, das ist die Frage. Ich bin der ohne Taschenlampe. Ich bin der ohne Taschenlampe. Ihr habt bei mir beide eine Taschenlampe. Ihr bei mir auch, hä? Oh Mann. Haupttür ist zu, war ja klar, ist immer so, wenn wir so spielen. Haben wir schon Devourer gelernt, die Haupttür ist immer abgeschlossen. Gibt es eigentlich einen Soundregler? Nee, ne? Doch, es gibt nur einen Spielstärke-Lautstärke-Regler, okay. Weil bisher ist sehr wenig Sound. Dieses Zeitlupenspiel. Ja. Hallo? Mann, ich hab's schon vermisst, würde ich sagen, ne? So in die. Ja. Gibt's hier auch eine Tür? Oh, eine Schaukel! Kann man bestimmt benutzen. Die eine schon. Man kann nicht springen. Spiele, in denen man nicht springen kann. Die sind immer awkward.
Ist es nicht viel awkwarder, wenn man ich springt? Ich hab einen Pilz gefunden. Hast du gefunden? Ein Pilz. Nice. Boah, wat Norschi. Also mit Z, nicht mit S. Tobi, bevor du auf Gedanken kommst, du kannst es nicht trinken. Ist das dahin? Der breitfächrige Langflügler. Ach du Scheiße, das ist hier groß. Was hat denn der für eine Mansion? Gibt's ja auch mal eine Tür? Ich dachte, das spielt indoors. Hier ist noch ein Pilz, zwei sogar. Ich glaube, wir müssen, Lars, das ist schon bei vielen Nebenjobs und so gewesen. Die Haupttür ist meistens nie auf. Obwohl die wollen, dass wir was für die klären, ist die Haupttür meistens nie auf. Und die geben uns auch nie einen Schlüssel mit. Das heißt, wir müssen immer eine Hintertür finden, die auf ist. Hier ist auch zu. Das war bei allen Nebenjobs bisher so, die in dieser Art von waren. Dass wir dann hier gehen irgendwie... wir erst auf den Friedhof. Also ich weiß nicht, wofür ihr hier seid. Ich bin hier, um Pilze zu sammeln. Und da ist schon Nummer 3. Dafür werden wir nicht bezahlt. Kannst du dich wirklich collecten? Nein. Ich hab dir kurz geglaubt. Ist das deren fucking Ernst? Auf dem Friedhof, einfach so. Schmeißen wir da den Haustürschlüssel hin, wo sonst? Ja, wirklich. Konntest du den jetzt auch nehmen oder haben nur den ich jetzt? Ich konnte nichts nehmen. Ich habe ihn aus Protest liegen gelassen. Okay. Das werden alle drei gleich aussehen. Echt Teil des Memes. Na, auf in die Putze jetzt. Ja, eine Taschenlampe. Also er hätte den Haustürschlüssel aber gleich unter die Türmatte verstecken können. Das ist dasselbe. Nein, er liegt in der Krypta. Ich verstecke meinen auch immer an der Krypta. Da sucht keiner. Habt ihr jetzt eigentlich beide eine Taschenlampe? Na, ihr habt doch beide eine. Ich hab keine. Wer hat eigentlich das Tor zugemacht? Geister, anscheinend. Wir hatten jetzt einen Schlüssel, machen wir eine Tür auf hier. Ich hab den Schlüssel, komm. Ne, der mit dem roten T-Shirt. Also ihr wisst, ne, Sobald ich die Tür öffne, geht die Scheiße ab, ne? Ja, wollen wir ja. Los, rein da. Rein okay. In die Folge. So. Jumpscares, ich komme. Let's get down to business hier mal. Guck mal, hier ist ein Zettel schon mal. An alle Beteiligten. Wenn ihr dies lest, ist meine Kreation so mächtig geworden, dass ich damit umgehen konnte. Bitte beendet, was ich angerichtet habe, bevor es zu spät ist. Ich zahle auf euch. Charles. Er zahlt. Ja, dann will ich aber auch hoffen, dass der zahlt. Ja. Also, wir müssen auf jeden Fall handeln, bevor es zu spät ist. Mhm. Oh, hier ist eine Pfeife. Ordentlich. Blutiger Abdruck. Das war ein Reinrauchen mit Gerald. Ich habe jetzt hahaha trapped bekommen als Achievement. Hm. Ich auch. Weiß ich gar nicht warum. Weil die Tür aufgesperrt ist. Nee, die geht auf. Ich habe nur keine Lust, sie zu öffnen. Das bist du eigentlich einfach leicht zu erschrecken. Ich? Nö. Also gerade bei Arma hat sie ja... Okay. Also wenn ich ab und zu mal... Ich bin eigentlich auch nicht leicht zu erschrecken, aber ab und zu, wenn ich den Jumpscare mache, wow, und dann geht's auch wieder. Hier ist zu. Aber vielleicht kann Tobi mit seinem magischen Schlüssel aufmachen. Nein. Das lockt. Wir sind wahrscheinlich im Keller, so wie es immer ist. Hier ist Perine oder so. Cool. Hm. Fühl mich gerade wie ein Luigi's Mansion. Boah, hier ist eine Flasche Whisky. Lars, ich hab was für dich gefunden. Ja, und eine Pfeife. Also ich setz mich in den Sessel und ich stehe nie wieder auf. Da ist ein Dreirad. Ich hab was für Sören gefunden. Ja, ihr habt aber beide einen Lichtkegel. Ja, wir haben auch beide eine Taschenlampe, Lars. Ich hab legit keine. Ja, du musst doch eine finden, ist das Problem. Aber wo habt ihr denn zwei Taschenlampen? Ich hatte eine im Auto, für den Singleplayer wahrscheinlich. Und das andere hat Hannes aber random vor der Tür gefunden. Achtung, da ist eine Ratte. Achtung, der Namenlose kommt. Vor allem eine Beer Trap. Die schnapp ich mir. Die Beer Trap ist erst interessanter. Okay, ich glaube, Prediction, Hannes, das ist ein Devourer-Abklatsch. So, bisher die Zettel und so wirkt schon so. Also wahrscheinlich, irgendwas müssen wir sammeln, um irgendwen zu bannen. Kann gut sein. Dann vielleicht müssen wir die Ratten mit den Bärenfallen fangen. Das könnte sein. Ist das nicht immer das Spielprinzip von diesen Spielen, dass man irgendwo in einem Haus ist? Naja, es gibt ja verschiedene. Aber dieses Genre ist so. Hätte ich sie nicht... Egal. Halt mal ruhig. Okay, die Schritte sind weg. Sind wir das? Das sind wir, ja. Wie spielt denn hier so schlecht Klavier? Das ist verboten. Das sind nicht wir. Zeig dir mal, wie das geht, Kollege.
Ich mal anmerken. Okay, so. Die Ratte löst die Falle nicht aus. Ich lese mal vor. Ich war im Laufe der Jahre immer sehr stolz auf meine Arbeit, also habe ich mein eigenes Labor eingerichtet. Ich weiß nicht mehr, wo ich die Schlüsselkarte hingelegt habe. Verschafft euch dabei wie möglich Zugang dazu. Charles. Kann ich den Kronleuchter hier als Waffe benutzen? Improvisierte Waffen, ja. Das ist eine Kettenwaffe improvisiert? Ihr wisst, ne, bei unserem Tobi, Tempo... Du hast es nicht richtig vorgelesen. Also habe ich mein eigenes Labor eingerichtet. Ich weiß nicht mehr, wo ich die Schlüsselkarte hingelegt habe. Ja, das wir S müssen halt rausfinden, was eine Schlüsselkarte ist. Hier noch mal Zettel, aber die kann man nicht lesen. Und was möglich ist. Also ich möchte mal anmerken... Gewehr in der Hand habe ich mich sicherer gefühlt. Wenn da jetzt gleich jemand kommt und wir von irgendwas weglaufen, wir sind so langsam, dass wir uns eh catchen. Also sollten wir uns aufteilen. Vor allem sollten wir alle drei in die Bärenfalle rennen. Ja. Die ich scharf gemacht habe. Oh, es geht auf. Oh nein, ein Badezimmer. Oh nein. Ah. Die Toilette ist verschissen. Wie lange denkst du, hat hier keiner mehr sauber gemacht, so von der Toilette her? Fragen wir doch die Kakerlaken hier. Also länger als 2 Wochen, würde ich sagen. Ah, Lars, du hast Erfahrung mit sowas. Leck mal dran und sag mir. Ach nee, das war Brokkoli. Hm. Ich sag's euch, wir müssen jetzt noch irgendwas triggern und dann geht die Scheiße los. Ja, so funktioniert das Spiel immer. Und er hat vor allem von der Mehrzahl von Kreationen geredet. Das regt mich jetzt schon auf. Soll ich mal gucken, was passiert, wenn man da reintritt? Solltest du nicht, haben kein Medikit. Ja, mach mal. Hä? Mach mal weiter. Ich glaube, die ist nicht für uns. Wir sind einfach schlauchig dafür. Das ist halt echt so. Gut, dass wir Leg Day und Arm Day skippen. Aber die krassesten Tätowierungen. Ich möchte mal anmerken, diese Bilder hier, die kennt ihr aus einem anderen Horrorspiel, was auch aus Süd ist. Ja, das ist halt ein Asset aus dem Asset Store. So. Ja, genau, aber deswegen habe ich jetzt... Alter, I! Ich war kurz in Hannes Haaren drin. Was machst du in meinen Haaren? Was machst du unter meinen Armen? Ey, wenn wir noch einen Rollstuhl finden, können wir Bürorennen machen. Das war's, Pineview Drive. Hinten, Lars, da hinten, für dich. Eine Taschenlampe. Wird bestimmt nichts passieren. Ein. Wie klein dieser Font von Flashlight ist. Wie klicke ich denn jetzt da drauf? Eins, einfach eins drücken. Guck mal hier. Klischee-Horror an Halloween, so wie wir es alle wollten. Ich finde es auch toll, wie die Charaktere die Taschenlampe halten. Ja, so ganz lang. Von sich ausgeschreckt vor allem. Hm. Schönen vor Stock allem, an der Decke haben sie. Tobi, nee, du musst schauen, wie die anderen die halten. So mit 2 Fingern. Du hast recht. Ey. Ich weiß auch nicht, Taschenlampen sind. Ich finde es mir wieder krass, dass ich da, was Unity-Spiele für eine Qualitätsunterschied haben können. Also es gibt richtige Trash damit, aber Spiele, die gut sind. Also, ganz ehrlich, du kannst auch in allen anderen Engines so richtig Crap rauspumpen. Nur bei Unreal musst du es halt nicht anschreiben. Ich würde mir hier gerne ein Messer mitnehmen. Oder einen Stuhl. Okay, warum haben die. Komm mal, ein Candlelight-Dinner! Warum haben die eigentlich die Waffen dabei? Komm, Tobi, lass Drachenschach spielen. Da haben wir auf E5. Springer auf E3. Wäre jetzt lustig, wenn sie sich tatsächlich bewegen würden. Ich meine, es gibt hier Proximity Voice Chat nochmal aus. Da leuchtet was rot. Rotes. Ja. Und da ist noch eine Taschenlampe. Lars, du kannst Dual-Wielding Taschenlampe machen. Oh ja, da sehe ich nicht. Wenn ich keiner traut, gehe ich ran. Es sind noch 2 Taschenlampen. Wir können Keycard. 2 von uns Dual-Wielding Taschenlampe. Okay, wenn wir die nehmen, werden wir wahrscheinlich was triggern. Jo, her da. Hannes zögert nicht, okay. Hm? Hannes hat gar nicht gezögert, aber direkt einkassiert. Es wäre gut zu wissen, dass wir nicht in ihre eigenen Fallen laufen können. Ist das normal, dass da draußen so viele Dinge in der Luft rumfliegen?
Aber ich habe bisher noch nichts gefunden, wofür ich eine verdammte Keycard bräuchte. Er hat ja gesagt, für sein Labor. Tschüss zu. Natürlich geht der Lichtschalter nicht. Dass man ihn benutzen kann, ist schon ein Statement. Nosferatu. Bisschen zurück. In die Zukunft. Mensch, Lars, leuchte mal und hör auf, so durch die Gegend zu swaggern. Ich bin leise. Du bist genauso leise wie Brocco, der eine Verbergenprobe würfelt. Da fehlt das Rasseln des Kittenhelms noch. Also das ist so ein bisschen ein Nebenjob gelernt, man kann sich vor den Dingen meistens nicht verstecken. Die wissen meistens immer, wo man ist. Ja. Geht eigentlich nur rennen. Und dann geht die Scooby-Doo Chains Music wieder an. Wir müssen halt erstmal den Zugang zu seinem Labor finden. Ja, damit lassen wir wahrscheinlich da irgendwas raus. Ja. Ah, das muss das Labor sein. Geht auch auf, Achtung. Noch ein Klo. Vielleicht ist das ein riesiger Spiegel, der uns nicht spiegelt, okay. Er hat eine Couch im Labor, im Klo. Das habe ich mich gerade auch kurz gefragt. Aber ich habe es nicht erwähnen wollen. Für was ist die? Damit du nach dem Abseilen dich hinsetzen kannst. Oder du dich hinlegen kannst und jemand anderem zuschauen kannst, wie einen abseilt. Das glaube ich auch, ja. Oh, ein Dreirad. Ja, haben wir vorhin gesagt, für Sören. Ich wollte gerade sagen, wir sind schon mal vorbeigekommen. Ja, fällt mir auch gerade auf, aber irgendwie habe ich es nicht gesehen. Also, aufs Treppe hoch war ja auch zu, das heißt, es geht nur noch hier nach links. Braucht nicht mehr zurück. Telefon. Aber die Türen auf, geht da nicht rein. Hey, hier ist eine Axt, wieso kann ich die nicht mitnehmen? Ich glaube, ich habe das Labor gefunden. Cool. Ich kann hier bei der Leiter, habe ich auf einmal einen Punkt. Aber ich kann nicht mit interagieren. Hier fehlt eine Tür. Wollen wir da... Habt ihr schon die anderen Türen gecheckt? Ah ja, ich habe das Labor auch gefunden. Soll ich? Wo ist Lars hin? Nee, warte mal. Wo ist Lars hin? Der versteckt sich und erschreckt uns gleich, Tobi. Da! Ah, hier ist der spannende Ton, ey. Er dachte nicht mehr auf. Jo, ich hab ein Billardzimmer, Leute. Also ich weiß, was wir den Rest des Tages tun. Alter, hier ist ein... Die Kugel hat sich gerade selbst gespielt. Hier ist ein... Bureau. Und es ist 12 Uhr. Natürlich. Bohrenstunde. Okay, ja, wollen wir die Scheiße da unten rauslassen und dann durchs Haus rennen? Ich spiel's Billard. Okay. Mein Alter, ist das ein riesen Tisch, Maschallah. Meinst du Pool Simulator oder was? Ja. Okay. Lustig ist, als ich reingekommen bin, hat sich die eine Kugel gespielt, also irgendwas passiert hier. Es gibt also Trigger. Okay. Aber nicht gut anscheinend. Okay, kommt Leute, ich mach mal die Tür auf. Okay. Lassen wir raus, was auch immer hier ist. Was soll schon schief gehen? Vor allem dieses scheiß Piepsen soll mal aufhören. Errungenschaft. Das Piepsen hört sich an wie so ein LKW. Wir hätten auch einfach das Fenster klettern können. Und ich habe einen Schlüssel eingesteckt. Da liegen Spritzen. Und eine Spritze. Und noch... Nein, ich steck mich alles ein. Ich drück hier mal drauf, 20. Ne? Scheint extrem gewalttätig zu sein, öffnet die Kammer nicht. Vergesst euch regelmäßig, dass die Kammer standfest und fest sicher ist. Hat gut geklappt mit der Kammer. Was ein Glück hat das Piepsen aufgehört. Ich hab da mal so einen Knopf gedrückt. Ich bitte im Voraus um Entschuldigung, dass ich meine Serien nicht beschrifte. Das war schon immer eine meiner schwachen Ordnung zu halten. Versucht mal anhand des Periodensystems in meinem Labor herauszufinden, welches Serum funktioniert. Okay. Oh no. Und using emergencies steht hier noch. Chemie Main, sagst du? Ach du Scheiße, Mann, ey, warum? Mir sind die Mittel zur Beruhigung der Kreatur ausgegangen. Du sollst in deinem Haus meine Serien finden. In deinem Haus? Aha. Das konnte der einzige Weg sein, also benutze sie in Kombination mit meinen Spritzen. Vergesst nicht, die Kreatur dreimal zu indizieren, um einen gerechten Test durchzuführen.
Ich habe sie in meinem Labor eine Maschine, mit der ihr die Serien extrahieren konnt. Nutzt diese. Mann, kann der gut Deutsch. Die Gespenster meiner Familie spucken immer noch durch dieses Haus. Sieht zu, dass ihr zusammenhaltet und euch so weit wie möglich von der Dunkelheit fernhaltet. Ihr wollt ja nicht, dass euer Verstand leidet. Charles. Also, er hat Serien im Haus und es gibt Spritzen. Mit müssen wir dreimal diese Kreatur injizieren, okay, die frei ist. Lars oder Tobi, einer von euch bleibt hier an der Tafel, okay? Einer passt auf die Tür auf. Ich bin jetzt We Were Here, oder was? Nein, geh an die Tafel und drück die an. Ich glaube, mit der kann man interagieren, oder? Nee, kann man nicht. Okay, schau die einfach an und ich sag dir jetzt was. Nummer 88. Hitler. Radium. Okay, wir brauchen Radium. Nummer 7. Nitrogen. Okay, das müsste Stickstoff sein. 30. Zink. Okay, Radium, Stickstoff und Zink. Weirde Kombi. Muss er wissen. Wir brauchen, glaube ich, Abkürzungen. Wie nehmen wir die jetzt? Weil die sind hier auf der. Genau, mit den Spritzen, hat er ja gesagt. Ja, wie kriege ich das hier raus quasi? Das ist die Frage. Ich nehme auch mal eine Spritze, die kriegt ja noch eine. Zink. Zink war als letztes. Radium und Nitrogen. Aber ich kann nichts davon entnehmen. Insert Zero. Hier kann man auch nichts drücken. Erst vorher eine Fiole nehmen oder so. Medizinische Spritze. Ich kann auch nicht ins Inventar. Man kann mit Rechtsklick zoomen. Ich weiß, aber... Das wusste ich noch nicht. Sanity Checker 100%. Okay. Der Ding pieps, ja. Ja, das bin ich. Experiment, Erscheinungsbild, menschliche Körperfigur scheint weiblich zu sein. Wir können auch hier bleiben. Hier drin sind wir doch safe, oder? Hier ist noch eine Spritze. Lars, willst du auch noch eine? Dann haben wir genau drei. Ich hab eine. Ich wüsste halt gern, wie ich das auffülle. Ja, das ist jetzt nämlich die Frage. Wir müssen... Er hat ja gemeint, Serien sind im Haus und nicht hier, deshalb. Also sind die vielleicht alle leer? Das sind hier Medipacks, was wir haben. Deswegen ist auch ein. Die Spritzen sind Medipacks, safe. Okay, dann müssen wir die Serien im Haus finden. Ich habe ja auch einen Schlüssel gefunden. Ja, ich glaube, die sind alle leer, die Behälter hier. Das soll das bedeuten. Entweder das oder wir müssen jetzt halt die Behälter finden, in die wir es einfügen. Und das Serum müssen wir wahrscheinlich hier dieses Ding da reinfüllen, links von uns. Deswegen steht ja auch Insights zusammen. Hier ist doch gar kein Radiumbehälter. Doch, ja, hier vorne. Echt? Also. Direkt neben Sulfur. Im Haus die Serien finden. Warum ist Sulfur grün? Aber warum steht denn dann noch hier, benutze sie in Kombination mit meinen Spritzen? Wir müssen dreimal eine Spritze in die Kreatur reinhauen. Also, für was? Okay, vielleicht brauchen wir erst die Serien, dann müssen wir die Serien pinden und dann müssen wir das Serum mit der Spritze verbinden vielleicht. Ja, und das während uns das Vieh jetzt jagt gleich. Ja, spaßig. Und dann sollen wir es auch noch hier in den Keller bekommen, um das Ding da einzugeben, oder was? Also kommt Leute hier. Chemie-Squad. Echt so? Was ist das denn für eine... Chemieleistung an die Front. Chemieleistungskurs, Abschlussjahrgang 22. Ich hatte immer nur die Chemie in meinem Leben. Ja, ist die Frage, aber wir haben immer noch keinen Weg. Also irgendeine andere Tür müsste ja jetzt offen sein. Lass mich raten, Wirtschaftsschule. Hannes hat einen Key gefunden, einer von denen. Ja, genau, Wirtschaftsschule. Ja, dann hoch. Habt ihr euch gemerkt, wo die Fallen liegen? Falls es für uns verfolgt, können wir das wahrscheinlich da rein, weil ich glaube, wir müssen jetzt eine Falle locken, damit wir es injizieren können. Offen. Dann geht's jetzt los. Hallo? Nach fast einer halben Stunde der Folge geht erst die Action los. Glaube ich, hier was atmen. Das bin ich, sorry. Da hinten ist was. Treppen waren das zu viel ist, für dich. Warte, was haben wir hier? Sulfur? Da liegt noch eine Spritze. Das sieht aus wie Sulfur, aber wir brauchen ja was anderes. Jo, das ist die erste Spritze und wir müssen wirklich die Behälter auffüllen.
Wir sollten uns nicht zu sehr aufteilen. Ja. Was? Warum? Weil es wird eh chaotisch und dann teilen wir uns wahrscheinlich auch, wenn alle Richtungen rennen, wenn das Vieh kommt. Im Zweifel treffen wir uns im Labor. Okay. Also mit den grünen Spritzen holt man vermutlich die hoch, die down sind. Ja. Encounter Mary habe ich das Achievement. Ja, gut, dann gehen wir mal wieder. Ach, da vorne. Ja. Jetzt halt sei still, gute Frau. That's not a beer, die ist in die Falle gelaufen. Ich glaube, die ist in eine der Fallen gelaufen. Was sind die? Ich sehe sie nicht, ich bin stehen geblieben. Hannes und ich laufen hier noch rum. Ich bin wieder im Keller, also ich laufe nicht mit euch rum. Ich bin noch im zweiten Stock, ich chill. Also war da oben auch? Ich chill in der Küche, wo es die ganze Zeit kratzt. Läuft die nicht hinterher? Nee, ich glaube, die hat sich aufgelöst, nachdem sie in die Falle ist. Ich trinke erstmal meinen Tee. Hier ist was Blaues. Also, solange sie nicht neben mir spawnt, bin ich safe. Ich habe eine der Flaschen eingepackt. Wie kriege ich die hier rein? Ich habe jetzt blaues Serum. Oh. Das ist falsch, das ist grün. Da muss man das jetzt hier durch. Wo soll man denn... Ach so, jetzt check ich das. Wir sollen anhand des Periodensystems erkennen, welche Farbe die richtig ist, oder was? Ja, wir brauchen halt die drei Sachen, aber ich weiß jetzt nicht, was ich dabei hatte. Das ist leider von hier rein... Ich habe hier schon rein... Ein Tab? Ach. Das hätte ich wissen müssen. Ah, wir sind dann schon. Deswegen weiß ich ja nur, dass diese Spritzen zum Reviven sind. Also ich habe jetzt hier aus Versehen das reingefüllt, nämlich. Hier steht Serum complete. Ja, du kannst es da reinfüllen und dann macht es da was drauf. Warte mal. Oh, und jetzt habe ich es aus Versehen hier. Ah ja, das war Sulfur. Füll mal deins ein, was du geholt hast, Tobi. Das kann ich dann hier rüber mit der Spritze quasi. Und das müsste auch das Richtige sein, Radium. Ich habe jetzt aber blaue Serum genommen, genau. Jo, das ist Radium. Komm. Ja. Noch. I'm in danger. Ist das bei dir, Lars? Yep. Ich komme auch mal zurück zum Labor. Ich weiß, es ist nämlich close. Lockt du sie jetzt hierher? Okay, ich mach ja. Auch außen rum zu rennen, wie bei Resident Evil. Ah, es klingt so, als wäre sie immer noch im zweiten Stock. Hat sich richtig rumpult. Wenn sie jetzt hier rankommt, müssen wir über den Tisch rumrennen, okay? Mhm. Aber dreimal. Nein, dreimal und dann darf man erst gehen. Das bringt das Unglück. Okay. Wir brauchen noch Zink und Stickstoff. Heißt, haltet Ausschau nach, beige und pink. Die anderen Serien, die wir nicht brauchen, nehmen wir einfach nicht. Okay, gut. Nee. Beige und pink brauchen wir. Also, Chemieabschlussklasse. Let's go! Mhm. Na gut, komm. Bisher ist sie aber nur eine crazy lady. Hat bisher nur keine Angst eingejagt. Oh fuck! Denk dran, dreimal um den Tisch. Scheiße, die ist genau da oben. Ich kann sie in die Sackgasse locken, zu dem Billardtisch. Ich suche das Last, ey. So was ich auf den Tisch spielt, er war der mutigste, der ist. Was soll ich denn machen? Die kann ich nur einen von uns erwischen. Ja, komm, ihr geht hoch. Ihr sucht jetzt pink und beige, okay? Wo ist denn jetzt hin? Die stand gerade hier vorne. Ich höre sie auch nicht mehr atmen. Oh. Ich glaube, das hier im Nebengang ist das Hochlaufen. Ja. Die Mucke ist halt ganz immer noch weiter gechillt. Ich glaube, die muss über uns sein.
Nee, die war unten. Hier ist zu. Hier ist noch eine Spritze. Eine normale. Die brauchen wir auch zum Übertragen. Wir brauchen 3 Stück. Hinten geht's nochmal hoch. Nochmal? Okay. Aber ich glaube, hier ist zu. Ja, zu. Ja, medizinische Spritze, genau, Spritze, ja, das reicht, ja. Ich glaube, hier im Westflügel hält sie sich am liebsten auf hier. Ich glaube, das Problem ist, dass wir halt noch Schlüssel finden müssen, um die einen Tür zu öffnen. Ja. Die sind sehr unauffällig bisher gewesen, wobei die waren rot geleuchtet, also ja. Also hier konnte ich noch gar nicht untersuchen, weil sie hier immer instant spawnt irgendwie. Okay, das hat mich leicht erschrocken. Hast du dir das Knie gestoßen? Alles gut? Nein, ich hatte nur den Jumpscare und habe ihn nicht erwartet. Ja, ich habe ihn auch gehört, aber es klang so, als wärst du irgendwo gegengelaufen. Nee, ich habe gar keinen Jumpscare, nichts gehört. Dieser blutige Handabdruck in der Dusche war das. Ach so. Ich höre sie wieder atmen, Richtung voraus. Also hier, Lars, mit die Spitze. Ich habe schon eine. Ja. Okay, dann haben wir das ist Lars. 3. Oh, ne. Wenn doch, drei verschiedene Charaktere nehmen sollen. Okay, wir sind wieder hier. Wir sind da hinten jetzt eine Runde gelaufen. Hier geht's Treppe runter. Und wir halt den Gang weiter. Okay. Hier ist sie auch runtergekommen dann, okay. Hier hinten. Ach, das ist smart. Kennt das Haus besser als wir. Oh ja, erstmal eine Duffe. Also der Chomsky hat mich schon mal bekommen vorhin. Gut, ich habe bisher noch gar nichts bekommen. Also ich kurz gepult habe, weil ich... Weil okay, der Chomsky war lame. Weil ihr gepult habt. Gut, dass der Hannes mir vor rechts geht, hat er nämlich die Jumpscares, nicht ich. Jetzt habe ich auch nichts gehört. Ja. Nimm den Kruzifix mit. Hier ist ein Beil. Und hier ist jemand in ein Tuch gewickelt, okay. Normale Sachen. Ah, hier sind Puppen. Eine Puppe. Bestimmt Jumpscare. Komm, mach was. Okay, gar nicht. Ich höre sie Richtung ja. Ostflügel. Hier ist was Rotes. Es ist aber zu rot, um Dingsterwurmste zu sein. Check rein. Hier ist ein Bein. Das ist rot, pink. Bringt ja nichts Serum einzustecken, was wir nicht brauchen. Achso, ja, dann nicht. Die ist hier hinten, Jungs. Ja, das heißt doch... Ich auch runter. Ich hab's mal eingesteckt, das heißt halt einfach Red Serum, also wird nicht richtig sein. Ja, du musst es halt unten durchlassen und danach ist es erst ein Element. Hier ist gelb. Das ist gelb. Oder es könnte. Ne, es ist nicht beige, gelb oder? Brauchen ne? Wir nicht, beige brauchen wir. Ich nehme es aber mal mit, weil wenn wir es unten haben, dann stört es uns nicht mehr. Oder irgendwer anders. Hm. Ich glaube, wir sind gleich in der Sackgasse. Ja, wir sollten ja, hier raus. Wir haben nichts mehr zum Rennen, ja. Denkt an alle Fallen neu stellen, wenn ihr Fallen seht. Und da ich kein Serum habe, renne ich auf sie zu, wenn sie uns jagt. Haut ihr ab oder ich lock sie weg. Haben wir jetzt schon, also habt ihr jetzt schon die beiden Treppen nach unten gefunden? Oder? Ja, haben wir. Gab es jetzt 3 Stockwerke? Ja, hinten ist noch eine Treppe nach oben. Kommt mal mit. Ja, sollten wir vielleicht das machen. Nach oben können wir aber noch nicht. Wo ist mit? Das stimmt ja. Ja, hi Lars, ich glaube, das bist du. Nee, das bin ich. Okay. Ich leuchte, ich blinke. Folge dem Blinken. Seid ihr zurück, oder? Wir sind dahin, wo die Tür nach unten ist. Die Tür nach unten? Wo dann Treppe ist, mit nach unten. Aber die ist... Okay, die ist offen. Oh, ich hab Mary vor mir. Oh. Ich sneak mal Mary gerade vorbei. Wir gehen mal runter. Ja, ich bin gleich bei euch. Ich sneak gerade hinter Mary durch. Die hat nämlich keine Augen im Hinterkopf, fällt mir gerade auf. Praktisch. Hier waren wir noch nicht. Da liegt Metall. Nee, das ist da rum in den Taschenlampen. Ich bin mal flott im Labor. Ich komme nämlich gerade nicht weiter, ohne an Mary vorbeizukommen. Hier ist noch zu. Ich glaube, haben wir uns jetzt fast jede Tür angeguckt, also die zu.
Ja. Und der Key geht's dann nicht weiter hoch. Okay, das ist mein Schlüsselkarte, der Zettel. Aber bei uns muss jeder wieder jede Tür probieren, weil Schlüssel sperren auch halt nur für die Person. Ja. Ich glaube, sie ist hier gleich, Tobi. Eine Puppe. Das ist Dreirad. Was mache ich jetzt mit dem roten und mit dem gelben Serum, die beide falsch sind? Du musst da zu dieser Station gehen. Zu der Station, nicht zu den Behältern. Warte, wir sind im Labor. Ah ja, ich. Du musst genau hier drauf drücken, also hier. Auf diesen, auf die Kolben. Ich glaube, Erlenkolben heißen die Dinger. Und jetzt fülle ich das gleich rüber und dann ist es da im richtigen Behälter. Ja, aber brauchen wir halt eigentlich nicht, aber Hauptsache, dass das aus der Füße. Genau, und wir sehen es, wir stolpern nicht dauernd drüber. Hm. Ah, ich glaube, das ist nach Stockwerken. Schaut mal, wir haben jetzt nämlich im ersten alles. Aber das rote Serum habe ich oben gefunden. Ja, wir haben alles oben gefunden. Achso, im ersten Stock. Ah. Heißt, im zweiten ist dann vermutlich blau und im dritten ist dann grün. Toll. Und wir haben keinen einzigen Turm weiterzugehen irgendwo. Blau brauchen wir doch gar nicht, oder? Wir brauchen doch noch, Doch, wir brauchen Stickstoff. N, pink. Ja, das ist nicht blau, das ist pink. Und Zink. Ja, aber die Deckel, meine ich. Schau mal auf die Deckel. Ach, die blauen Deckel. Ja, okay. Jo, dann... Ja, wir brauchen einen Key, um in den dritten Stock, also zweiten Stock bei Amis zu kommen. Ja, also dritten Stock bei den Amis. Dritter Stock bei Amis, bei uns zweiter Stock. Ja. Ach, blöd, dass die Amis den ersten Stock als das Eckschloss ersten Stock beziehen. Sorry. Chemie-Squad ausschwärmen. Ich chill in meinem Base hier. Ja, stimmt auch. Aber wir bräuchten halt einen Key jetzt, weil wir haben eigentlich den Raum meiner Erachtens nach angeguckt. Jo. Nicht, dass sie einen Key in der Tasche hat, die Olle. Jo, du musst mal. Greif mal rein, Tobi. Nee, ich grapsch da nicht rum. Ich habe es bisher nur aus Schämen gesehen. Ich habe es noch nie von Namen gesehen. Ich habe bisher noch keine Encounter mit ihm. Ich wollte nicht unbedingt. Ich habe sie gerade von hinten gesehen. Von hinten sieht sie eigentlich ganz nett aus. Ah, schön. Also von Blind Date sagst du? Von hinten ja. Von vorne wahrscheinlich. Also von hinten hui, von vorne fui. Nehme ich mal an. Hier geht's waren wir schon hier? Ah ja. Ja, hier war ich schon, aber ich bin es nicht gegangen, weil er nicht bei mir war. Ja. Hat jemand schon, hat jeder schon mal E gedrückt? Ich dachte, aber doch einen Key hatten, weiß es nicht. Okay. Nee. Ich habe gerade schon dreimal. Ne, ich habe nur Swingers dabei. Ich weiß nicht, wie gut die Schlüssel versteckt sind halt. Liegt draußen bei der Krypta. Das wär's. Ich schaue auch gerade, man kann auch keine Schränke aufmachen. Ne, wäre mir auch nicht aufgefallen. Aber dann, hier östlich gibt's ja dann nichts, ne, wenn man quasi, wenn man so ins Haus reinkommt, ist dieser Raum quasi nördlich, die Treppe ist östlich und dann kann's ja eigentlich nur im Westen sein. Mhm. Aber da waren wir ja gerade auch schon weit und breit eigentlich. Ich muss auch vom Prinzip her, was wir bisher uncovered haben, ist das Game recht cool, aber halt sehr ähnlich zu anderen. Ich dachte, das sind fast alle Games, die wir haben. Nein. Nee. Es gibt inzwischen zwei Arten von Indie-Horror-Koop. Einmal Phasmo-Klone und einmal Devourer-Klone. Devourer war eher da. Wobei Devourer wahrscheinlich auch nicht das erste war. Nein, das war es nicht, aber Devourer war, glaube ich, so das, was es jetzt wieder beliebt gemacht hat. Mit dem die Welt von irgendwas gechased, müssen es aufhalten. Hm. Aber schon mal was Neues, das finde ich jetzt Hazel hinterher rennen. Stimmt's, Tobi? Nee, hier kamen wir her. Ich muss aber sagen, ich fand die Gegner alle bei Devourer und Fancy Fire waren jetzt creepier als die Olle. Ja. Läuft halt sowieso. Also mit Pacify musste aufhören. Also die Staubsaugerrolle konnte ich echt nicht ernst nehmen. Ja, hast auch wieder recht. Aber der Jumpscare hat er dann bekommen.
Aber auch nur beim ersten Mal. Das sieht halt nur einmal und das war's. Da muss ich sagen, mich hat vorhin hier der Jumpscare mit der Dusche schon gekriegt. Ich glaube, hier ist er irgendwo. Ja, oder die ist halt ein Stockweg über oder unter uns. Dann weiß sie aber genau den Weg hoch, den wir nicht kennen, weil sie hat keine Schlüssel. Ja, stimmt. Ja, wir sind doch gerade an der Treppe vorbeigelaufen, die bin ich auch vorhin runtergeheatet. Ja, nach unten kommen wir da, aber... Ich guck jetzt mal, hier ist der mal einfach so eh, auch wenn ich da nichts sehe, vielleicht bringt es da doch was. Ist aber zu. Tobi, probier mal die Tür hier. Oder Lars, irgendwer. Ich hab nur den Haustürschlüssel im Inventar, deshalb... Ich hab ja, mit dem kannst du auch einiges, glaube ich, aufmachen. Hier sind auch keine Schlüssel. Ah, hier ist noch eine Treppe nach unten. Genau, die sind Tobi und ich vorhin runter. Ah, okay. Dann gibt's drei Treppen. Ich weiß ja nicht, wie gut die versteckt sind, wie gut man suchen muss. Das ist halt die Frage. Ich muss auch mal crouchen und gucken, ob irgendwas drunter liegt und so. Das würde ich alles zutrauen. Ja, auch mal ein bisschen auf Kopfhöhe gucken, aber... Das klang gerade wie ein MG in der Entfernung. Ja, da war kein knackses Geräusch, ich hab's auch gehört. Hier ist so eine auffällige Schatulle, aber kann man auch nicht mit interagieren. Kann man nicht aufmachen. So, wie gesagt, das Spielprinzip finde ich cool, weil das bietet auch wieder Spielwert, aber halt auch nur, wenn die Sachen woanders liegen. Das müsste man halt testen. Aber wenn die Schlüsselkarte immer am selben Ort liegt oder so, dann ist es ja lame. Da waren wir aber schon. Okay, da ist auch jemand drin. Ich find's. Aber es macht keinen Sinn, dass der Schlüssel im Erdgeschoss ist. Nee, weil wir da haben wir den Schlüssel für den Erststock gefunden. Ja. Vor allem, da waren noch nicht so viele Räume. Aber wie schon gesagt, ihr habt ja diesen grauen Punkt die ganze Zeit, ne? Der ist ja normal. Wenn ihr über was habt, was wir interagieren können, ist der weiß. Ich hatte unten bei der Leiter einen weißen Punkt. Das ist halt das, was uns irritiert hat. Was auch sus sind regelmäßig diese Haken hier in den Gängen rechts und links. Das sieht aus, als wäre es auch eine Falle, die man spannen kann. Und der Punkt wird da auch weiß, aber es passiert nichts, wenn man E drückt. Okay. Vermutlich musst du erst was sammeln dafür. Aber ein Stolperdraht oder so. Stimmt, der wird echt manchmal einfach so weiß. Also, okay. Ich dachte nämlich, fuck, ich laufe hier in eine Falle rein, aber muss die vorher entschärfen, aber nee. Das ist halt einfach nichts. Erdgeschoss müssen wir gar nicht schauen. Meint ihr? Das wäre komisch, wenn im Erdgeschoss der für den dritten Stock ist. Ja genau, es macht progressmäßig, macht es keinen Sinn, ja. Aber falls das gerade steckt, weil wir haben sie jetzt auch schon 10 Minuten lang nicht mehr gehört. Die wird sich auch fragen, wo wir gerade stecken. Aber die ganzen Bärenfallen sind doch ausgelöst hier unten. Dann wieder neu spannen. Ja. Vor allem diese Gegenstände, mit denen man interagieren kann, die leuchten ja auch sehr auffällig, muss man sagen. Also ich sehe von, seh von hier aus in der Lobby dieses scheiß Schriftstück, was halt einfach kochend rot leuchtet. Jo, und die Schlüsselkarte und so weiter haben auch immer eine Umrandung gehabt. Ja. Wer ist jetzt noch mit oben? Ich bin noch oben. Okay. Ich bin im Erdgeschoss. Oh fuck, die ist im Labor. Ah! Ich laufe. Also hast du die jetzt am Arsch quasi? Ja, yep, ich hab Röff. Dass ich hier Herzschlag höre, obwohl es unbalas ist. Ich hab Röff. Tobi, wo bist du? Ich bin oben. Ich glaube. Ah, das Lars! Nee, das bin ich. Okay. Ich dachte, kannst du mal Lars, das denkt die Dizzy. Ich glaube, Lars ist entweder tot oder sie ist in eine Bärenfalle gelaufen. Lars? Are you alive? Kinda? Müssen wir dich wiederbeleben? Nee. Ich weiß, atmen. Ich mach alles. Lars, bist du im Erdgeschoss mit ihr? Nee. K.
ich weiß nicht, wo sie ist. Ich bin jetzt oben. Okay. Ah, ich sehe euren Kegel, glaube ich. Ja. Das ist irgendwie komisch. Dass ich finde, ich weiß nicht, im Raum mindestens 10 Mal. Ich habe eine Tür übersehen oder die doch einfach so aufgeht. Ich glaube, wir haben die eine Seite oben jetzt schon gut durchsucht, die andere noch nicht so gut. Ich gucke jetzt auch überall eher auf, um zu gucken, nicht, dass da was irgendwas passiert. Ja, hier der Raum ist sass, aber hier ist ja, halt auch nichts. Ja, ich habe auch schon überall bei den Schranktüren geklickt, aber nö, nix. Hängt da einfach eine fucking Kamera, fällt mir gerade so auf. Ja. Ist sehr laut bei mir. Aber, weiß ich, ich glaube, sie hat nur kurz Hallo gesagt. Okay, nö, ich finde hier echt nichts mehr. Das wäre jetzt richtig lame, wenn es hier einfach gelockt jetzt ist. Ja. Leute, wo seid ihr? Sonnenstock. Bei der Bar. Wie zählen wir? Im ersten? Ja, im ersten eigentlich. Ich bin hier das. Okay. Ja, also ich finde nichts. Ich guck mal ganz kurz raus. Okay, Jungs, ich musste nachgucken. Ich hab nachgeschaut. Da muss man erstmal drauf kommen. Okay. Wir müssen die das erste Mal injecten. Die droppt den Key. Injecten? Wir müssen sie in der Bandfall locken, da muss einer mit Spritze ran, ihr ist reinhämmern. Oh, okay. Und dann kriegen wir den Haus. Radium quasi. Radium. Ja. Müssen wir im Labor holen. Okay. Bei mir ist sie. Wo ist bei mir? Oben, erster Stock. Ich hab's ja nicht gesehen, aber gehört. Also ich weiß, ich kann es halt nicht ja, tun. Nee, die ist unten. Die ist unten im Erdgeschoss. Das ist übelst. Also orten kannst du die mit Gesound nicht. Das finde ich schon ziemlich kacke. Ja eben, du kannst das Stockwerk nicht feststellen. Aber ich bin gerade wieder hinter dir. Wir müssen dann ins Labor. Ja, ihr könnt die Treppe runtergehen. Ich hab sie im Visier. Okay. Ach da, ist Lars. Ich bin im Labor. Ja, ich bin bei Lars. Ich bin dir, Lars. Ja, geh einfach. Die riecht schon dann. So, ich habe Radium. So, ja. Wissen Sie, dass sie in eine reinläuft und dann... Dann müsste ich jetzt zu euch kommen. Weil ich habe jetzt keine Taschenlampe. Ja, Moment. Wir müssen gerade Umwege laufen, weil... ich habe euch. Sie war gerade noch im Erdgeschoss. Das ist gut, wenn wir in fahren. Laufen wir einfach mal zurück. Ich weiß ja nicht, wie oft jetzt die spawnen und wieder spawnt. Ja, hier ist sie. Ah, die hat die Bärenfalle schon ausgelöst. Lass eins zurückziehen. Hier ist eine. Ja. Und zu der hier. Ja, sie kommt. Okay, macht Spreit an uns. Jo. Da ist der Key. Lauft. Ja, das rum. War. Ja. Ah, sie läuft weg. Läuft weg. Alles gut. Und wieder scharf machen. Kann ich nicht? Ja. Geht nicht mehr. Schön. In der Falle, wo sie einmal reingelaufen ist, kannst du anscheinend nicht mehr schaffen. Sie hat oben eine Tür zertrümmert. Scheinbar macht sie auch neue Türen auf. Ich glaube, die Fallen haben einen Cooldown. Kann sein, ja. Sie ist gerade im ersten Stock Westflügel. Okay. Wer hat den Schlüssel jetzt genommen? Ich habe ihn genommen. Ich nehme. Wo wollen wir denn ein? Alle wieder scharf machen, heißt, wir müssen gleich nach oben. Ich sehe einen Taschenlampenkegel von irgendwem. Okay, sie kommt auf mich zu, ich muss mal gerade rennen. Ich lock sie zu der Haupttreppe. Okay. Oder auch nicht.
Lars, hat sie dich? Du warst down, das war sehr Ton. Oh, da, oh Gott, ich sehe Lars, da ist sie. Ihr müsst mir sagen, wo, dann kann ich retten kommen oder so. Ich würde gerne wissen, wie man rätzt. Ich bin hier. Die Spritze ausrüsten und E drücken. Wie rüste ich denn die aus? 2. Die Heilspritze. Ach, danke, okay. So, Lars, du musst dein Inventar wieder einsammeln. Die ist schnell. Oder schneller. Ja, das ist ja, meistens so. Ja, die wird immer schneller. Ich hab getriggert, genau, die wird immer schneller. Okay. Lass dich schnell nach oben. Ja, sie ist da. Ist direkt wieder. Ja, jetzt wird's eine von uns kriegen. Also du hast eine Falle. Ich lock's in der Falle. Ja, ich lauf gerade eine Runde mit ihr, jetzt laufe ich die Treppe runter. Weil unten weiß ich besser, wo Treppen sind. Fallen. Immer diese Treppen. Kalang. Problematisch. Ja. Jetzt haben wir nur noch eine Wiederbelebungsschütze gleich. Und ich bin hier eingesperrt. Lars, wo bist du? Also sie ist im Dining Room Erdgeschoss und dort liegt auch tot Lars jetzt. So, jetzt ist er nach rechts gerannt, Richtung ersten Stock. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Das hält die nicht lange auf mehr. Ja, atme mich. Ich dachte, ich komme an dir vorbei, wenn es in der Bärenfalle ist, aber nö. Ja. Nee, die juckt das nicht mehr so viel. Ja. Ja, die hat jetzt mit mir Zungenküsse geübt hier. Ah, es ist. Oh, hi. Nicht diese hi. Richtung, andere Richtung. Es gibt. Das Ende, das ist es halt. Das ist problematisch. Hier geht's wieder hoch. Ich habe jetzt den Key, aber wir haben nichts mehr, um Handels zu wieder zu beleben. Oder habt ihr noch eine? Ich hatte eine im Inventar, die müsste bei mir liegen. Ich hätte auch eine im Inventar, aber ich habe mich gerade nicht gelootet. Ich guck mal, ich habe den nächsten Floor angelockt, ob ich hier schnell auf alle Stelle auch eine finde. Warte mal, lass mich mal tot, weil ich kann so Sachen sehen. Vielleicht kann ich euch übelst gut scouten. Ja, ja, das habe ich mir auch schon überlegt. Das ist eigentlich voll gut, wenn man absolut ghosten kann halt. Weil ich weiß jetzt, wo die Olle ist. Die ist im ersten Stock hier an der Treppe, wo ich lieg. Hier ist Türkis und Oranges Serum. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Beige und Pink. Okay, das ist die jetzt hier. Hast du den? Ja, du hast den Schlüssel gekrallt, ne? Ja. Ja, okay, ich habe nur eine normale Syringe. Ich habe keine Revive Syringe. Missing Tesla steht hier auf dem Bildschirm, keine Ahnung, was das bedeutet. Sie ist im ersten Stock. Ich hab Seil. Ich hab ein Seil. Okay, was wollen wir damit machen? Sie ist im ersten Stock, sie ist an der Tür nach oben, an der Doppeltür. Sie geht jetzt nach unten. Du kannst die andere Falle damit spannen, ziemlich safe. Und damit können wir sie wahrscheinlich noch dodgen. Hier ist noch ein Ach so, ja. Stolperfall. Sie ist im Dreiradraum. Sie geht zurück. Sie geht nach oben. Hier, Lars, nimm dir auch mal ein Seil. Ich hab schon eins jetzt, okay. Ja. Was heißt denn Missing Tesla? Sie ist wieder oben im ersten Stock. Sie geht wieder in den Gang. Ja, hier ist schon Ende. Das war der Stockwerk. Sie kommt hoch ins dritte. Nein, ins zweite. Müssen wir ja weg, weil wir haben hier eine Sackgasse. Es gibt 2 Türen im zweiten und je nachdem kommt man woanders raus. Ja, okay, toll. Sie war gerade wo man dann super noch looten kann. Pass auf, sie ist gleich wieder bei der Haupttür im zweiten. Sie geht nach unten. Und der ist ja schon mal gut. Sie ist jetzt erstmal unten. Ich schau mal hoch, ob ich was sehe. Die Tür nach oben, Tobi, ist die eine, wo wir vorhin immer standen, neben dem Bad. Ja, das Seil echt, das ist halt echt für hier. Kann hier Sachen spannen. Jo, geht die andere Tür nach oben, das ist richtig viel. Ja, die nehmen Bar, aber ich. Ach, hier, ich hab sie. Ah, ne, die geht nach unten. Vergiss es. Warte. Hier ist die Küche, oder? Nee. Da ist oh. Lass zum Seil rennen. Yep. Jo, hier ist noch richtig viel zum Looten, wo sie hoch ist. Wenn ich euch finde, kann ich euch beiden. Wie sie hingefallen ist. Voll auf die Fresse geflogen. Hier ist halt trotzdem Sackgasse. Ich renn wieder hoch. Lass nach unten und dann über die Haupttreppe wieder hoch. Wo seid ihr gerade?
Erdgeschoss. Ah, ich hab sie gefunden. Sie geht hoch in den zweiten. Hier liegt der tote Hannes. Hm? Bitte mich nicht wiederbeleben. Ich kann sie sonst nicht mehr spotten. Okay, oh, hier ist ja nichts mehr so wie. Ah, doch einer. Okay. Sie ist noch oben. Also, ich habe keine Ahnung, wo die Tür mehr ist von hier. Ich hab mir jetzt wieder voll verlaufen. Ja, ich kann euch gleich sagen, wo die Tür ist, aber sie ist gerade da oben. Sie kommt jetzt wieder in den ersten. Über welche Treppe? Die Treppe, wo ihr nicht findet. Gut. Hier ist er. Ich hab sie, weg! Ah, oh, ich bin jetzt tot, ich hab keinen Soll. Oh Gott, Tobi, lauf! Das ist schnell zum Autobahn. Ich hab genug da unten. Da war ein Geist, hi. Sie hängt fest, nee, sie kommt wieder, scheiße. Wir sind Tesla. Wieder das Sirup oben. Pinkes Sirup oben. Sie rennt weg, Tobi, du hast sie abgehängt. Okay. Ah! Jumpscare. Okay, nichts passiert. Oh fuck! Tobi, du bist der Last Survivor. Das ist toll. Ist das eine Heilspritze oder eine normale? Das ist eine normale, ich hab keine Heilspritze mehr. Die hat vermutlich Lars. Bin ich bewusst, dass da jetzt eine Treppe ist. Warte, ich gehe zum Spotten. Ich glaube nämlich, sie kommt wieder. Ja, ich bin Sackgasse, also ich krieg die eh nicht abgehängt. Kannst du aber verstecken. Die geht auch nicht überall rein. Ja, die rennt gerade Richtung Haupttreppe. Okay. Tobi, jetzt Richtung Kinderzimmertreppe. Nimm das pinke Serum. Hab ich schon. Okay, wir müssen dich irgendwie zum Labor kriegen und zu Lars. Ist immer noch bei der Haupttreppe, beim Eingang. Lars liegt direkt unterhalb von der Tür, wo du hoch bist. Ich hab was aufgeschlossen. Sie ist immer noch im Hauptraum, also im Eingangsraum. Ja. Sie kommt aber jetzt die Treppe hoch. Sie kommt hoch. Erster Stock. Ja, jetzt wird's eng. Die kommt jetzt gleich. Alles gut, da, wo ich liege. Ah, okay. Und sie geht hoch. Hoch in den zweiten. Okay, ich muss jetzt zu Hannes, weil der die Heilspritze hat, damit ich nicht driven kann. Lars hat ja auch eine, oder? Nee. Okay, shit. So sieht's hier oben aus, aha. Ja. Sie ist jetzt in dem Raum, wo das Serum war, Tobi. Boah, ist halt echt fucking fast. Ja. Oh, hier hängt ja wer. Ja, der hat mich geschlampselt gerade. Sie läuft wieder zurück. Läuft nach unten. Lag also sie noch nicht. Irgendwo, oder? Jetzt läuft sie nach unten. Ich lag im Erdgeschoss. Sie kommt in die Richtung, wo ich lag. Sie geht nach unten. Tobi, weg da. Wenn du da bist, wo ich lag. Sie läuft genau wie meine Leiche. Sie kommt, ja, Tobi, weg, okay. weg. Ja, ist zu spät. Du bist genau zu meiner Leiche gekommen, Tobi. Ja, da lag ich genau. Ich brauch halt die Syringe. Das bringt halt nichts. Sie ist in der Falle? Ja, hey, bringt dir nichts mehr bei mir. Sie ist im ersten Stock. Sie geht auf allen Vieren. Ich verstehe es auch nicht. Ja. Sie hat das Rope einfach ignoriert. Also sie ist auf jeden Fall hinter dir, ja. Sie glitscht über den Boden. Mhm. Und macht keine Geräusche mehr. Bei mir schon. Ich hör sie super. Ja, die ist zu schnell. Ciao. Jetzt steht sie auf. Nein. Ich hatte das Pinken Serum. Ja. Ja. Jo, sie ist Tobi, Lars oder mich? Mich ist sie, ich. Ja. Und die Kamera, alles klar, das war's Ende. Ja. Alles klar, das war eine Folge von Engonai. Ich weiß nicht, wo wir es nochmal versuchen wollen. Der Nebenjob ist nicht so gut gelaufen.
Ich würde auf jeden Fall sagen, ihr hattet einen Jumpscare gesehen, ihr habt ein bisschen Gameplay gesehen, die Mechanik finde ich an und für sich cool. Ob es wieder Spielwert hat, hängt davon ab, ob die Sachen woanders liegen. Ja. Würde ich sagen. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Mehr als sie gibt. Jo. Und bis zum nächsten Mal. Machen wir jetzt wieder. Ciao. Skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. We're so sorry, skeletons, you're so misunderstood. You only want to socialize, but I don't think we should. A spooky, scary skeleton shouts startling, shrilly screams. They'll sneak under sarcophagus and just won't leave you be. Scary skeletons. Not just.